zeige ich dir, wie du deine Steuerzeichen anzeigen und ausblenden kannst. Die Ansicht hier, die hat jetzt keine Steuerzeichen und die kann ich unter Start, kann ich hier diese Steuerzeichen einblenden lassen. Das heißt, ich weiß, da ist jeweils irgendeine Formatierung erfolgt. So ist ein kleiner Punkt, ist ein Leerschlag. Das da ist eine Absatzmarke. Und das da hier funktioniert, wenn ich Shift-Enter klicke, dann wechselt es mir auch da um eine Zeile. Ich das ausblende, sind die wieder weg. Es kann es sein, dass es mir aktiv alle immer einblendet und ich da mit Hilfe von dem Ein- und Ausschalten nichts erzwingen kann. Dann gehe ich unter Datei, Optionen, Anzeige und da sind jetzt diese Zeichen, die ich zum Beispiel immer eingeblendet haben möchte. Ich mache jetzt da extra mal einen Absatz, klicke OK und jetzt ist er mir hier immer eingeblendet und da kann ich mit dem Ein- und Ausschalten nichts bewirken. Das heißt, wer nichts anzeigen möchte, Datei, Optionen, Anzeige, Absatzmarken weglassen. Wer alles möchte, kann das da anzeigen lassen.